Hallo und herzlich willkommen zurück zu Venetica. Ja, wir sind hier gerade beim Fundort des Boten und in der letzten Aufnahme sage ich schon, ja, ich habe eine Aufnahme gemacht und ja, hier ging einfach nichts bei dem Boten und deshalb habe ich mal im Internet gleich geschaut und den vorherigen Part quasi gelöscht, wo ich einfach nur hingelaufen bin und mich die ganze Zeit gefragt habe, was ist denn mit dem Boten hier los? Und zwar können wir diese Quest erst machen, wenn wir die Fähigkeit erhalten, mit Toten zu sprechen. Ich schaue gleich mal nach, ob sich das hier ist, das Flüstern. Sprich mit den Verblichenen, wenn du dich durch die Schattenwelt bewegst. Ja, das müssen wir erst freischalten durch die Hauptquest. Das heißt, jetzt können wir noch nichts machen. Auch wenn wir hier ein Skelett sehen, da ein Schatten des Skeletts und im Schattenpfad sogar das Skelett herumlaufen sehen. Ja, mehr geht aber nicht hier. Das heißt, unser Weg zu Matteo und unser Weg hier zu Südbucht war vollkommen umsonst. Schön zu wissen, nicht wahr? Tja, das heißt, wir kümmern uns erstmal um die ganzen anderen Quests. Was gibt's hier noch hier? Ja, wir müssen nämlich in den Arsenalbezirk. Fahle Herzen, ja. Das können wir doch mal machen. Die Medizin besorgen. Befreie den Bürger von der Galeere. Genau, das machen wir auch noch irgendwie. Minenarbeit, ja, dann machen wir die Medizin und dann schauen wir mal, ob wir irgendwie die Quest mit dem Schiff machen können. Ja, und bis dahin müssen diese Nebenquests erstmal ruhen. Keine Ahnung, warum man die jetzt schon bekommt, wenn man sie doch eh erst später lösen kann. Ist ja irgendwie ein bisschen doof. Naja, sie ist ja eine Gildenquest. Also, ja. Ist so eine Sache. Einerseits kann man ja sagen, dass die Gildenquest parallel zu den Hauptquests oder zu der Hauptquest verläuft. Aber andererseits kann man auch sagen, dass man von der Gilde vielleicht erst die Aufträge bekommen sollte, wenn man in der Hauptquest so weit ist, dass man die auch erfüllen kann. Weil sonst ist das schon sehr frustrierend, muss ich sagen. Hier, diese ganzen Laufwege hätte ich mir jetzt auch ersparen können. Doof. Na gut, wir machen uns zurück nach Venedig über die große Brücke. Auf zum Mann mit der kranken Frau, auf dass wir ihm die benötigte Medizin geben können. Oh, gleich mal auf die Karte schauen. Da drüben ist er. Das ist aber nicht wahr, denn da oben war doch die Medizin. Die hab ich ja schon. Sondern ich soll ja zurück. Das ist ja dann auch wieder sehr, ja, unglücklich gelöst mit den Questpunkten, muss ich da mal sagen. Eieiei. Na gut, wir machen uns auf den Weg in den inneren Bezirk zum Kranken. Nee, zur kranken Frau, nicht zum kranken Mann. Ja, der Mann ist höchstens krank vor Sorge, aber auch nichts weiter. Ja, ich bin gespannt. Und dann werden wir mal schauen, ob wir irgendwie die Hauptquest weiterführen können. Ich meine, wir müssen irgendwie auf die Galeere. Und war da nicht was, dass da uns irgendwie die Banditen helfen können dabei? Oder so irre ich mich jetzt? Ach, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, da war irgendwas mit Banditen. Ja, wir werden aber auf jeden Fall die Schmiede von Matteo bezahlen, die 2000 Dukaten oder so. Ich glaube, 2000 waren das. Oh Mann, das weiß ich auch nicht mehr. Alles so kleine Sachen, die man ganz schnell mal wieder vergisst, wenn man sie nicht braucht. Es wird langsam Abend, es ist schon recht dunkel. Ja, vielleicht sollten wir irgendwo mal schlafen gehen, aber jetzt gehe ich erstmal zu dem Typen, der doch hier die Medizin braucht. Wo bin ich denn jetzt schon wieder? Wo ist denn mein Pfeil? Da. Gut, geradeaus und dann nach rechts am Ende der Straße. Okay. Das müsste ich doch finden. Gehen wir mal lang. Ach ja, doch. Das sieht doch eigentlich echt schön aus, das Spiel. Muss man schon sagen. Besonders die Wassereffekte da gerade. Das sah schon sehr, sehr nett aus. So, ich darf durch. Ich bin nämlich Lebensmittelhändler.
der hier nicht mit Lebensmitteln handeln darf. Okay, hier noch rüber und dann müssen wir doch schon fast da sein. Da ist doch auch hier der Sohn oder Enkel des Schmieds. Was kann ich für dich tun? Ja, für den Schmied zahlen. Ich habe das Geld für den Schmied. Alles klar. Die Schmiede gehört dir. Also ihm. Ich werde gleich nach ihm schicken lassen. Gut, alles klar. Guck mal. Keine Tauben. Tauben. Keine Tauben. Tauben. Keine Tauben. Immer noch keine Tauben. Ah, und da sind sie wieder. Das ist ja ulkig. Das ist ja auch ein sehr interessanter, ja, Bug oder so. Ja, Grafikbug. So, da drüben müssen wir hin. Bin ich doch glatt vorbeigelaufen. Bei der Hohen Kathedrale. Oh, ein Schloss. Da sind wir wohl letztes Mal von der anderen Seite gekommen. Blau, rot, blau, grün. Alles klar. Erfahrung plus 15. Und wir sind im Zimmer. Und ich glaube, wir sind im Keller, oder? Oder sind wir in der Stube? Nee, ich glaube, wir sind im Keller. Wo ist denn der arme, alte Mann hier, der unbedingt die Medizin braucht? Da ist auch seine... Ja, die sieht auch sehr krank aus. Also ich finde eher, dass er tot aussieht, aber naja. Worte können nicht ausdrücken, was du gerade getan hast. Meine Frau wird überleben. Wir haben nicht viel. Doch nimm dies als Zeichen unseres Dankes. In unserem Haus wirst du immer willkommen sein. Goldenes Besteck erhalten. Naja, wenigstens etwas. Gut, da ich immer willkommen sein werde, kann ich denn hier auch schlafen? Ich fürchte nicht, denn sie haben kein weiteres Bett für mich frei. Ah, Mist. Aber ich kann mir wenigstens mal... Nee, ich wollte nicht ausruhen. Ich wollte auch nicht unsichtbar ausruhen, aber... Ja gut, bis zum Morgen kann man ja machen. So, ich wollte nämlich... Kann ich... Ich will die Salami mitnehmen. Ach Mann. Dann gehen wir eben wieder in den inneren Bezirk und... Schauen mal, was wir als nächstes machen. Ja, ich habe keine Ahnung. Schmiede haben wir gekauft, Medizin haben wir abgegeben. Das heißt, jetzt müssen wir irgendwie aufs Schiff und die Hauptquest vollführen. Weiterführen. Dabei darf das Spiel natürlich nicht abstürzen, so wie jetzt. Das ist ihr Herz allerliebst. Ja, gut, dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Ich werde mal schauen, ob es gespeichert hat, ob ich da wieder da sein kann. Also, bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Zum Glück wurde mal wieder ein Safe State hier im Zimmer angelegt. Und ich sehe gerade, wir haben ein Level Up. Ich habe langsam so das Gefühl, dass das Spiel gar nicht will, dass ich hier es spiele. Irgendwie. Es ist Abend, das heißt, wir müssen wieder bis zum Morgen ausruhen auf dem Stuhl. Kennt man ja, die ganze Nacht auf dem Stuhl sitzen. Das macht Spaß. Na, wenigstens haben wir die Salami auf dem Tisch. Da können wir uns doch ein Scheibchen abschneiden und ja, genüsslich verschlingen. Dran knabbern, so die ganze Nacht lang oder so. So, persisches Handelshaus sind wir. Ah ja, okay. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie auf den Kahn hier, auf dieses riesige Schiff. Und ich dachte, könnte uns doch... Oh, da könnte uns doch irgendein Bandit helfen auf den Dächern oder sowas. Oh, da muss ich aber ganz tief in meine Erinnerung graben. Ich habe mich gerade schon wieder vor den verschwindenden Tauben hier nicht erschreckt, aber ich war schon sehr verwundert gerade. Rabenblick haben wir hier. Schauen wir doch gerade mal. Was sehen wir von hier? Ach, da oben. Ich glaube, hier oben ist das Lager. Was er meinte. Ich
glaube, da oben sollen wir uns mit den Banditen treffen. Ich glaube, da gehe ich jetzt einfach mal hin. Rot, gelb, rot, gelb. Ja, sehr einfallsreich. Und mal wieder ein Zimmer. Du hast kein Recht, hier zu sein. Dann schmeiß mich doch raus, wenn du dich traust. Ich habe ein Messer in der Hand. Ein Schwert. Ja, der Lektor wohnt hier auch bestimmt nicht und bezahlt Miete. Kannst du mir mal glauben hier. Schauen wir doch mal in die einfache Truhe. Rot, gelb, blau, rot. Mal wieder ein bisschen. Ach ja, natürlich. Ich muss die ja töten mit dem. Ja, ich muss sie sogar so nach ja, Lebenskraft entziehen. Na gut. Na gut, na gut. Hier komme ich definitiv nicht aufs Haus hinaus. Hallo! Hallo. Ja, erstmal anbrüllen. Du hast kein Recht, hier zu sein. Hallo. Hallo. Alles klar. Ist auch richtig logisch. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Komme ich hier durch? Durch dieses Haus? Da war doch dieser Laden, oder? War da nicht dieser okkulte Laden, wo wir unsere... Ja, genau. Geschäft des Okkulten. Richtig. Habe ich mich ja mal nicht geirrt. Ach, da geht's auch nur runter. Aber ich will doch nach oben, auf die Dächer. Wo komme ich denn da nach oben? Dächer, Dächer, Dächer. Wie komme ich denn auf die Dächer? Kann ich hier irgendwie rein? Nee. In die Kathedrale komme ich auch nicht. Also hier haben wir definitiv irgendwas, aber da kann man nicht hoch. Hier war ich gerade eben, da kam ich auch nicht hoch. Hier war ich jetzt auch drin, da komme ich nicht hoch. Kann ich denn von da hinten vielleicht nach oben? Von der anderen Seite? Ja, hier komme ich auch nicht raus. Hä? Wie komme ich denn jetzt bitte auf das Dach? Oder? Ach, wahrscheinlich muss ich von hier aus... nach oben. Ja, das könnte Sinn machen. Wo haben wir denn eine Leiter hier? War hier nicht irgendwo eine Leiter? Da ist eine Leiter. Vom Dach runter. Oh Mann, war da irgendwo ein Fenster offen? Da war doch irgendwo ein Fenster offen. Muss mir wieder alles durchsuchen. Hier geht's auf jeden Fall mal nach oben. Ja, doch, doch, oder? Oder? War hier ein Fenster offen? Oh Mann. Noch weiter oben? Hier? Ja, genau. Genau. Die Dächer. So, und jetzt muss ich da doch mal wieder rüber. Ach, schön. Und die Mauergreife erledigen. Hallo, na ja? Ah, komm schon her. Na? Na? Natürlich immun. Ja, ja, wer will als nächstes? Ja, komm nur her. Ja, das war wohl nix. Sehr gut. So, Leder, 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 Leder. Oh! Alles klar, Versteck von Keiler, Banditenwächter. Pass auf den Dächern auf, wo du hintrittst, sonst fällst du tief. Ach was. Danke für den Ratschlag. Jetzt geh. Pass auf den Dächern auf, wo du... Hüte auf den Dächern deiner Zunge, sonst verlierst du sie. Ach so, okay. Lass mich passieren. Hüte auf den Dächern deine Zunge, sonst verlierst du sie.
Genau. Geh rein. Kyla wartet schon auf dich. Ach so. Das habe ich ja mittlerweile schon vergessen. Tut mir leid. Hallo, Kyla. Ah, ein Besucher. Verzeih meine Manieren, ich habe gar nicht aufgeräumt. Und Kekse sind auch keine mehr da. Manchmal will man seine Dienstmagd wirklich umbringen. Ach, hätte ich es doch beim Gedanken belassen. Ha, wie auch immer. Dieses dreckige Loch ist mein Zufluchtsort. Zumindest für den Moment. Die Söldner haben den Arsenalbezirk zugesperrt, weil dort sowieso nur die Banditen regieren. Katze, meine Anführerin, wartet dort auf mich. Also muss ich diese verfluchten Mistkerle loswerden. Und zwar schnell. Und du? Meinen Namen verbergen oder meinen Namen sagen und dass ich an Bord der Klaue muss? Ja, ich weiß nicht. Meinen Namen sagen oder nicht? Ach komm, sagen wir einfach Namen, Vertrauen. Oder nicht? Wer weiß, ob die Banditen mit denen im Bund stehen. Ach, der Name komm. Tut nichts zur Sache, aber ich muss an Bord dieser Galeere gelangen. Ha, an Bord der Klaue? Um was zu tun? Stehlt mir nicht meine Zeit. Andererseits, lass dich mal ansehen. Du hast dir einen guten Ruf in der Stadt erworben. Ich habe ein Treffen mit einem persischen Mittelsmann arrangiert. Er wartet auf dich vor dem persischen Handelshaus, wenn es dunkel ist. Er wird dir helfen, an Bord der Klaue zu gelangen. Aber sei vorsichtig. Du weißt nie, wem du trauen kannst. Ich weiß nicht, ob sonst noch jemand Interesse an dieser Information hat. Vielleicht ist jemand an dem Diebesgut auf dem Schiff interessiert. Ha! Ah, verdammt. Na, willst du nicht nochmal mit ihm reden? Geh nachts zum persischen Handel. Dein Wächter ist übrigens tot, ne? Wir wurden belauscht, aber... Ja, ist ja egal. Gut, das heißt, wir müssen zum persischen Handelshaus, wenn es dunkel ist. Alles klar. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich da nochmal hin und dann würde ich aber auch noch sagen, dass ich mal wieder Schluss für diesen Part mache. Wo komme ich denn hier wieder raus? Ach da. Dass ich jetzt erstmal Schluss mache. Und beim nächsten Part geht's dann weiter. Weil irgendwie gerade, dass schon wieder Venedig abgestürzt ist, das regt mich schon wieder ein bisschen auf. Da will ich direkt wieder das Spiel beenden. Und deshalb mache ich das jetzt auch. Da haben wir ja zumindest erstmal so weitere Vorgehensweise erfahren. Haben auch eigentlich gar nicht so wenig geschafft. Haben immerhin die Schmiede bezahlt, haben die Medizin zurückgegeben, sind jetzt aufs Dach und haben unser nächstes Ziel erfahren. Ich schätze, das ist doch schon mal ein ganz guter Anfang. Ich bleibe jetzt einfach mal hier und würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.